Ich darf in der Wortmeldung fortfahren. Jetzt für die Freien Wähler Herrn Kollegen Aiwanger, bitte. Bitte schön, Herr Kollege Aiwanger. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine Regierungserklärung ist ja dazu da, zu sagen, wo steht Bayern und wo wollen die jeweiligen Fraktionen hin. Und für die Freien Wähler stelle ich ganz klar in den Raum, wir Freien Wähler sind dafür, mehr Politik für die Heimat zu machen, dafür weniger Größenwahn und weniger leere Versprechen. Und das lesen wir eben aus all diesen Reden raus, die wir jetzt gehört haben. Ein gewisser Größenwahn schwingt immer noch mit, der seinen Gipfel gefunden hat in der heutigen Aussage, dass die dritte Startbahn doch kommen soll. Wir sind der Überzeugung, wir brauchen diese dritte Startbahn nicht. Ja, sie schadet sogar der Entwicklung Bayerns, weil es die Dezentralität Bayerns weiter schädigt, weil es den Raum Franken und Nürnberg weiter schädigt. München braucht keine dritte Startbahn und dies zu verhindern, meine Damen und Herren. Wir stellen auch fest, diese Politik der leeren Versprechen der letzten Jahre, und da ist ja eine gute Grundlage die Regierungserklärung aus 2013, die auch die Überschrift getragen hat, Zukunft für Bayern. Und meine Damen und Herren, da ist ein gutes Dutzend an Punkten drin. Ich habe mir es gestern noch mal durchgeblättert, was damals alles von Ihnen, Herr Ministerpräsident, versprochen worden ist. Es hat geheißen, die Ausländermaut wird bald kommen. Das ist bayerische Nachhaltigkeit. Es wurde angekündigt, die Asylverfahren auf 6 Monate zu reduzieren. Da sind wir weiter entfernt denn je. Es wurde angekündigt, dass es keine Mütter erster und zweiter Klasse geben dürfe und deshalb unbedingt ja, diese Mütterrente angepasst werden müsste. Es hat geheißen, die Dezentralität der Energieversorgung müsse in Bayern nach vorne gebracht werden. Heute haben wir die Stromtrassendebatte. Sie haben die Klage gegen den Länderfinanzausgleich angekündigt. Herr Ministerpräsident, das waren jetzt 6 Punkte, die in keiner Weise gekommen sind. Und der 7. Punkt, ja, die ist eingereicht, aber liegt irgendwo auf Eis und es geht nichts vorwärts. Auf alle Fälle sind Sie thematisch an dem Thema nicht so dran, wie Sie es sein müssten. Sie kündigen es wieder an für die Zukunft, haben es vor 3 Jahren angekündigt. Wir sind von einer Lösung, glaube ich, weiter entfernt denn je. Und der 7. Punkt, und da muss ich sagen, da haben Ihnen vielleicht die Freien Wähler einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben die Garantie abgegeben 2013, dass es keine Reformen im Bildungsbereich geben wird, weil man hier ja Ruhe bräuchte. Jetzt steht eine Reform des Gymnasiums vor der Tür, die längst hätte kommen müssen, die von uns angestoßen worden ist, die von Ihnen heute auch kommuniziert worden ist, dass es hier Änderungen geben würde. Und da muss ich sagen, alles, was von Ihrer letzten Regierungserklärung, von der großen Regierungserklärung 2013 übrig geblieben ist, das ist das Abrücken von dieser Garantie. Da sage ich Ihnen Danke dafür, dass Sie uns entgegengekommen sind bei dieser Reform des Gymnasiums. Das ist der einzige Lichtblick bei dem, was ich heute von Ihnen gehört habe. Meine Damen und Herren, wo stehen wir? Ja, an der Stelle danke ich Ihnen, dass Sie hier gegen Ihre Fraktion die Tür geöffnet haben für eine vernünftige Entwicklung. Leider sehen wir, dass die Fraktion Sie bei der Thematik dritte Startbahn eingesackt hat und oben fest zugebunden hat, dass da ja nichts mehr rauskommen kann. Herr Kreuzer hat ja auch für Sie interpretiert, wie Sie dazu denken. Er hat Sie dazu im Detail nicht reden lassen oder ist das nur am Rande streifen lassen. Meine Damen und Herren, trotzdem Sie eine beeindruckende Zahl von wirtschaftlichen Erfolgen hier aufgezählt haben, Bayern steht an der Spitze und dergleichen mehr. Jawohl, das respektieren wir, das achten wir, das sehen wir auch so, dass viele wirtschaftliche Rahmendaten sehr gut sind, deutlich besser sind als in vielen anderen Regionen dieser Republik, was aber mit Sicherheit nicht nur auf die ganz gute bayerische Regierung zurückzuführen ist, sondern wir haben eben auch eine Gesellschaftsstruktur, wo die Welt noch in Ordnung ist, wo wir aus einer agrarischen Gesellschaft
Gesellschaft herausgewachsen sind und die jungen Hofnachfolger heute bei BMW arbeiten, während die Kinder des Ruhrgebiets ja einen Strukturwandel über sich ergehen lassen mussten und deshalb vielleicht auch keine Perspektive haben in der Form, wie wir sie in Bayern eben durch die beginnende Industrialisierung dann bekommen haben. Trotzdem ist es uns wichtig zu sagen, jawohl, die Wirtschaftsdaten passen ja, aber wir stellen fest, dass den Menschen nicht mehr wohl ist in diesem Lande, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Man kann vielleicht sogar formulieren, der Bauch ist voll, aber das Herz und das Hirn ist nicht mehr zufrieden, wie es läuft. Immer mehr Menschen haben Angst vor der Zukunft. Immer mehr Menschen fragen sich, wie geht es denn weiter? Hat denn die Regierung das noch im Griff, was auf uns zukommt? Und immer mehr Menschen, ja, haben einen Vertrauensverlust in die Regierenden, weil sie sagen, sie sind offensichtlich von den großen Herausforderungen überfordert und sind nicht mehr Herr der Lage. Und das hat sich ja zugespitzt durch das Thema der Flüchtlingspolitik. Ich glaube, dass vorher irgendwo die Gemütslage der Menschen irgendwo in Ordnung war, aber spätestens seit Sommer letzten Jahres, dann im Herbst letzten Jahres, wo wir ja Flüchtlingszahlen von 10.000 und mehr pro Tag hatten. Damals musste die Bevölkerung erkennen, diese Regierung hat diese Entwicklung nicht mehr im Griff. Und die Bevölkerung hat zunehmend gesagt, ja, was tun die denn jetzt? Und man hat mit einer gewissen Apathie auf dieses Thema geschaut. Und Herr Ministerpräsident, ich erinnere Sie daran, dass Sie auch Teil dieser Bundesregierung sind. Und wenn Sie heute auch sich distanziert haben von dieser Bonner oder von dieser Berliner Republik, dann muss ich sagen, Sie sind Teil dieser Berliner Republik. Und jawohl, Sie haben relativ früh gesagt, so darf es nicht weitergehen. Aber trotzdem werden Sie von den Menschen auch in dieser Dreierkoalition gesehen in Berlin, wo man bis heute, glaube ich, glaubwürdig die Kurve nicht gekratzt hat. Und ich glaube, dass das bis heute das Problem ist, dass die Bürger zu einer Polarisierung bringt, dass radikale politische Parteien in die Parlamente bringt, dass eine Spaltung der Gesellschaft nach sich zieht. Und ich sage jetzt in aller Deutlichkeit, wir müssen alles tun, um hier Recht und Gesetz wiederherzustellen, um auch gegenüber dem Bürger zu zeigen, der Staat ist weiter Herr der Lage, weil uns sonst politisch noch mehr Polarisierung bevorsteht, weil sonst die Bürger noch mehr Vertrauen verlieren werden. Und auch das sage ich ganz klar, nur das Bellen nach Berlin, Herr Seehofer, reicht nicht. Wir haben auch in Bayern sehr viele Aufgaben zu erledigen und könnten die erledigen. Ich erinnere, wenn Sie es auch schon nicht mehr hören können, daran, dass weiterhin die Zahl der Asylrichter nicht ausreicht, um die Verfahren ordnungsgemäß abzuwickeln, dass die Kommunen weiterhin im Stich gelassen werden beim Thema der Integration, auf Kosten sitzen bleiben, beispielsweise auch im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen, die in Betreuung sind, dass alleine im Bezirk Oberbayern heuer 70 Millionen und nächstes Jahr befürchtet 170 Millionen von der kommunalen Schiene zu tragen sind für unbegleitete Minderjährige, die in Betreuung sind, oder auch dann für die 18-Jährigen, die als unbegleitete Minderjährige kommen, dann aber in Betreuung bleiben, dann voll der kommunalen Schiene zugeordnet werden. Das sind Versagensthemen auch der bayerischen Politik. Hier müssten Sie Bundesmittel an die bayerischen Kommunen weiterreichen. Und ich rufe Ihnen zu, lassen Sie hier die Kommunen nicht absaufen, sondern helfen Sie ihnen an dieser Stelle wenigstens finanziell. Und ich glaube auch, dass wir der Realität beim Flüchtlingsthema in die Augen schauen müssen. Das ist ja der Appell an Rot-Grün, die ewige Debatte um die sicheren Herkunftsländer. Auch die versteht der Bürger draußen nicht, wenn Marokko, Algerien, Tunesien ja weiterhin Fluchtländer sein sollen und in der Debatte lange als solche dargestellt wurden und wir bis heute nicht in der Lage sind, dorthin ordnungsgemäß zurückzuführen. Dann ist das auch ein Punkt, den die Bevölkerung nicht versteht und die in der Bevölkerung dazu führt,
zu sagen, die haben ja den Laden nicht im Griff, die haben schöne Parolen, aber ich bin gezwungen, andere Parteien zu wählen. Also wir müssen hier ganz klar rechten Parteien das Wasser abgraben, indem die politische Mitte dieses Thema löst, der Bevölkerung bei diesem Thema wieder Orientierung gibt, Missbrauch ganz gezielt abstellt, indem wir uns an geltendes Gesetz halten und auf der anderen Seite trotzdem die Humanität gelten lassen. Und auch das sage ich Ihnen an dieser Stelle, dass dieses doppelte Spiel auch der CSU Verunsicherung schafft und viele, die genau hinschauen, wütend macht. Wenn eine Frau Stamm im Landtag dann die Empfänge organisiert, um den Helfern zu danken, mit warmen Worten hier auf die Schulter klopft und gleichzeitig wird von ihrem Generalsekretär in der Talkshow die Hütte angezündet, dann sind es zwei Pole, die irgendwo nicht zusammenpassen, die irgendwo der Bevölkerung mal das eine vorgaukeln und mal das andere und die der Bevölkerung zeigen, die nehmen uns ja nicht ernst, die spielen mit uns nur Katz und Maus. Die spielen mit uns ja nur Katz und Maus und diskutieren Themen auf hohem Niveau. Und wenn ich von Diskussion Themen auf hohem Niveau rede, dann ist es auch die Obergrenze, Herr Seehofer. Jawohl, eine große Mehrheit verbindet damit eine Begrenzung der Zuwanderung und findet es schon deshalb für unterstützungswürdig. Aber die 200.000, die haben Sie ja schon im Juni diesen Jahres gerissen. Wir haben heuer schon wieder 350.000 Zuwanderer. Also Sie haben Ihre selbstgesetzte Latte ja deutlich schon übertroffen, fast schon ums Doppelte. Was soll der Bürger jetzt davon halten und dazu denken? Ich sage Ihnen, was ich dazu denke und was ich davon halte. Sollten es wirklich politisch Verfolgte sein, dann werden sie nach 200.000 nicht Schluss machen können. Und wenn es keine politisch Verfolgten sind, wenn es auch keine Leute aus Krisengebieten sind, dann ist diese Zahl von 200.000 völlig willkürlich und durch nichts zu erklären und läuft damit genauso ins Leere. Und deshalb ist die Forderung der Freien Wähler an dieser Stelle, endlich ein ordnungsgemäßes Einwanderungsgesetz aufs Gleis zu setzen, wo wir reinschreiben, wie wir uns qualifizierte Fachkräfte vorstellen, wie es viele andere Länder auch tun. Und auf der anderen Seite eben umso konsequenter beim Bereich unkontrollierte Zuwanderung auch hinschauen dürfen und hinschauen müssen. Das wäre ein Weg, der zum Ziel führt und nicht eine ominöse Zahl von 200.000, wo man nicht weiß, ist er politisch verfolgt, ist er hochqualifiziert oder ist er ein IS-Attentäter. Also das kann man ja am Ende hier über diese Debatte so sehen. Sie haben es vorher angesprochen, dass hier alles in diesem Zuwanderungsstrom relativ zufällig dabei ist. Also müssen wir wissen, wer kommt über die Grenze und müssen politisch versuchen, das zu steuern und nicht zu sagen, wir legen bei 200.000 den Deckel und dann ist die Welt in Ordnung. Das hilft uns nicht weiter, meine Damen und Herren. Und wir sehen auch ganz klar, dass wir im Bereich der Zuwanderungspolitik, im Bereich des Asyls ganz unten in der kommunalen Ebene ansetzen müssen. Dass sie den Bürgermeistern helfen müssen, das habe ich nicht herausgehört. Dass sie den Ehrenamtlichen, dass sie ja den Verbänden, den Vereinen, den Kirchen vor Ort helfen müssen, diese Aufgabe zu steuern. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann wird dieses Thema weiterhin ja zum politischen Sprengsatz werden, den wir jetzt entschärfen müssen, wo wir eigentlich alle Möglichkeiten hätten, wo ich aber ganz klar sehe, Bayern tut in diesem Bereich nicht das, was es tun könnte und tun müsste und zündelt stattdessen mit bundespolitischen Forderungen herum, die sie selber mit umsetzen könnten. Sie sind Teil der Koalition und wenn sie nie gehört werden, dann müssen sie sich fragen, ob sie in dieser Koalition noch richtig aufgehoben sind, meine Damen und Herren. Und es geht ja auch darum zu sagen, was ist die Zukunftsvision, wo wollen wir die nächsten Jahre hin? Ich habe es vorher angedeutet, Sie haben sich bei vielen wichtigen Themen grandios falsch positioniert. Mit dem Thema der dritten Startbahn reden Sie weiterhin der Metropolisierung Münchens das Wort, anstatt für Nürnberg Konzepte zu entwickeln. Mit dem Thema der Stromtrassen haben Sie sich verabschiedet von dem Gedanken der dezentralen Energiewende 2013 noch Großbritannien.
propagiert. Und ich sage Ihnen auch, es geht mir nicht nur darum, zu sagen, wir werden abhängig vom Norden, sondern es geht mir auch darum zu sehen, welch riesiges Wertschöpfungspotenzial wir dort verschenken. Was haben wir den Landwirten, was haben wir den Bürgergenossenschaften, Bürgerenergiegenossenschaften vor einigen Jahren noch vorgegaukelt? Der Landwirt, das ist der Energiewirt der Zukunft. Er hat investiert in die Biogasanlage, er hat investiert in die Photovoltaik und was ist daraus geworden? Die meisten würden heute das Geld lieber zurückhaben und würden wieder raus wollen, weil sie sehen, dass sie dort in die Falle gelockt worden sind, dass dort die Sicherheit nicht gegeben ist. Und wenn wir sehen, was hier an Millionen und Milliarden in Bayern erwirtschaftet werden könnte durch eine intelligente Netzpolitik, Smart Grids als Stichwort, durch eine dezentrale Energieversorgung, durch Investition in Zukunftstechnologie. Warum machen Sie in Bayern nicht mal den Vorstoß Richtung Methanisierung? Niedersachsen hat hier Pilotanlagen stehen bei Audi. Warum geht Bayern nicht diesen Weg? Überschüssigen Strom dort methanisieren, in Gas umwandeln vor Ort, dann wieder zu verstromen. Das sind Visionen, die ich heute von Ihnen erwartet hätte. Und nicht nur zu sagen, ja, die Stromtrasse wird ja jetzt nicht oberirdisch, sondern unterirdisch vergraben, dann ist die Welt in Ordnung. Dann ist die Welt nicht in Ordnung. Das kostet das 3- bis 10-fache. Das wird uns erst noch zähneknirschen draußen abverlangen, wenn Sie in den Kommunen draußen kommen und wenn Ihre Trasse konkreter wird. Da werden die Grundbesitzer Hurra schreien, wenn Sie eine 20 Meter breite Trasse durch die Felder backern und in den Wäldern das baumfrei zu halten ist. Diese Stromtrasse ist auch im vergrabenen Zustand ein politisches Eigentor. Es bringt uns Abhängigkeit vom Norden und verhindert Wertschöpfung in Bayern. Beerdigen Sie dieses Thema, solange Sie es noch können, meine Damen und Herren. Also, Sie glauben hier vielleicht ans Christkind, Sie glauben an die Realisierung dieser Trasse. Ich sage Ihnen, diese 30 bis 50 Milliarden, wenn Sie in die Energiewende investiert hätten, wenn Sie den Bürgern vor Ort hätten zukommen lassen, wenn Sie damit in wirklich moderne Energietechniken gegangen wären, wäre das besser gewesen, als an diese Trasse zu glauben, wo ich darauf wette, dass die an der Realität, an der Finanzierbarkeit scheitern wird. Sie wird nicht fertig. Sie wird nicht fertig, bevor das letzte Kraftwerk, das letzte Kernkraftwerk in Bayern vom Netz geht. Wir haben ein paar Jahre Blindflug und dann frage ich mich, wem wollen Sie das am Ende noch erklären, dass diese Trassen nötig sind? Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, das jetzt dann in den Bürgerdiskussionen draußen durchzusetzen. Meine Damen und Herren, wir haben weitere Punkte der Wertschöpfungsmöglichkeiten heute überhaupt nicht gehört. Das ganze Thema Tourismus in Bayern. Reden Sie mit den Dehogas, reden Sie mit den Gastwirten, reden Sie draußen mit der Übernachtungsbranche. Die sagen, Bayern könnte noch sehr viel mehr Input hier brauchen. Wir könnten hier noch sehr viel mehr die Marke Bayerns auch in klingende Münze umsetzen. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit mit den Mitbewerbern. Sie haben Steuerdebatten gefordert. Ich gebe Ihnen eine Antwort. 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Das wäre ein Befreiungsschlag. Das wäre eine Investition in den Fremdenverkehr, in die Gastronomie. Dazu habe ich nichts gehört. Ich habe nichts gehört zum Thema der Landwirtschaft. Vielleicht haben Sie die Landwirte schon abgehakt. Nicht mal ein halber Satz. Zur Milchkrise ist gar nichts gekommen. Vielleicht sehen Sie ja genauso wenig wie Ihr Agrarminister Schmidt. Diese Krise, der hat noch vor ein paar Monaten gesagt, er sieht keine Krise. Na ja, gut, wenn er die Krise nicht sieht, dann ist ihm auch nicht mehr zu helfen. Als Sie die letzte Regierungserklärung gehalten haben, haben wir noch irgendwo 50.000 Milchbauern in Bayern gehabt. Jetzt sind es nur 30.000. Und wenn diese Milchpolitik so weitergeht, dann werden wir bei der nächsten Regierungserklärung kaum mehr einen haben. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Ich sage Ihnen, Sie haben zu spät auf diese Krise reagiert. Erst jetzt ganz zum Schluss hat man sich angefreundet mit diesem Vorschlag der Milchbauern zu sagen, Entschädigung gegen Lieferverzicht. Und kaum war das politisch kommuniziert, schon hat der Handel
um einige Cent bessere Verträge mit den Molkereien abgeschlossen, aber das sind wahrscheinlich Kategorien, in denen denkt man nicht mehr, wenn man von Bayern 2030 träumt, da gibt's den Milchbauer vielleicht nicht mehr. Ich sage Ihnen, in unserem Weltbild gibt es den noch genauso wie den Hausarzt, gibt es den noch genauso wie die Hebamme, gibt es den noch genauso wie den Bürgermeister. Das sind lauter Berufsgruppen, von denen ich heute nichts gehört habe. Also klare Botschaft, die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern gezielt zu unterstützen. Und da fiel Ihnen nichts Besseres ein, als auf dem Höhepunkt der Milchkrise den dritten Nationalpark in Bayern auszurufen, um irgendwo auf Beifall vielleicht vom Bund Naturschutz oder von anderer Seite zu setzen, weil man vielleicht gesagt hat, na bauen wir ein bisschen vor, wenn die dritte Startbahn ausgerufen werden muss, dann schimpfen sie nicht gar so sehr, weil der Nationalpark ist ja vielleicht ein Kuhhandel dagegen. Meine Damen und Herren, wenn Sie meinen, genügend Geld zu haben für einen dritten Nationalpark in Bayern, dann sage ich Ihnen, unterstützen Sie damit die jetzt schon bestehenden Naturschutzleistungen der Landwirte, unterstützen Sie damit die Landschaftspflegeverbände in den Landkreisen, wo ja mit diesen Mitteln Bauern häufig was dazu verdienen können, unsere Landschaft pflegen. Speisen Sie dort Ihre 10, 20, 30 Millionen Euro ein, die Sie sich für einen weiteren Nationalpark erträumen. Und hören Sie bitte auf, die Menschen von oben zwangsbeglücken zu wollen. Sie sind ja dann schnell zurückgerudert und haben gesagt, natürlich nur in Absprache vor Ort. Aber meine Damen und Herren, wenn ich vor Ort nichts höre, wenn ich aus keiner Region Bayerns den Ruf höher, unsere Landschaft wäre an der Stelle mit einem Nationalpark schützenswert und wir hätten damit vielleicht mehr Einnahmen für den Tourismus, dann kann ich doch keine solche Kopfgeburt in die Welt setzen bei einer Klausur. Vielleicht war das irgendein Gag aus der CSU-Propagandamaschine, aber draußen ist es auf viel Missfallen gestoßen. Bei den Waldbesitzern, bei den Kommunen, meine Damen und Herren, dort wird doch signalisiert, ja, wir haben es ja in Bayern, wir legen Flächen still, wir gründen auch im Norden Bayerns noch eine Borkenkäferzuchtstation, weil ja die anderen nicht reichen. Meine Damen und Herren, gehen Sie mit den Menschen, investieren Sie in bestehende Strukturen und erfinden Sie nicht ständig neue Seifenblasen, die am Ende dann an der Realität scheitern. Und mir kommt vieles von dem Gesagten so ein bisschen vor, wie da geht der Regenbogen rüber, liebe Kinder, lauft mal dorthin, wo der Regenbogen die Erde berührt und grabt nach dem Schatz. 2030 sind wir schuldenfrei, 2025 ist die Barrierefreiheit und der Wohnbau in 10 Jahren, alles wird in die Zukunft projiziert. Und wenn wir nur 3 Jahre zurückgehen, ist all das nicht eingetroffen, was Sie uns versprochen haben. Also daraus lese ich doch ab, dass Sie diese Seifenblasen auch wieder nur in die Luft setzen und sagen, das hört sich gut an und irgendein Nachfolger wird das schon umsetzen. Aber passen Sie auf mit den Zukunftsvisionen, nicht, dass Sie selber noch dran gemessen werden. Also stellen Sie es sehr weit in die Zukunft. Wir als Freie Wähler gehen auf die Bürger zu und sagen, wo brennt's, wo zwickt der Schuh, wo können wir eure aktuellen Probleme lösen? Und da sehen wir eben, dass vieles von dem, was hier angekündigt ist, Größenwahn ist und die kleinen Dinge vergessen Sie. Wir kündigen Nationalparke an, kümmern uns nicht um die Milchbauern. Wir kündigen die großen Stromtrassen an, kümmern uns nicht um den Biogasbauern, um den Photovoltaikbesitzer, um den Windkraftbesitzer, der vor Ort ständig neue Auflagen bekommt. Zudem vor ein paar Jahren gesagt worden ist, geh in die Photovoltaik und plötzlich muss er eine eigene Steuererklärung abgeben und muss für einen Steuerberater mehr hinlegen, als er von der Photovoltaik verdient. Das sind doch die Dinge des realen Lebens und da scheitern sie und vertrösten die Menschen auf die Zukunft und das wollen wir heute hinterfragen. Und ich glaube, dass wir bei vielen weiteren Themen den Blick auch aufs Kleine lenken müssen. Wir haben als Freie Wähler das Thema flächendeckende Hebammenversorgung aufs politische Schild gehoben.
Herr Ministerpräsident, Sie waren selber Gesundheitsminister. In Neuburg wird die Geburtshilfeabteilung geschlossen. Immer mehr Krankenhäuser müssen die Geburtshilfeabteilung schließen, weil sie wirtschaftlich nach jetzigen Rahmenbedingungen nicht mehr betrieben werden können. Da würde ich mir von Ihnen einen Befreiungsschlag wünschen, der da lautet, über eine bessere Krankenhausfinanzierung und dergleichen mehr dort zu helfen. Wir haben auch den Vorschlag gemacht, mit dem Kollegen Karl Vetter hier einen Haftungsfonds für Hebammen einzurichten, um nicht zu sagen, okay, die sind nicht wirtschaftlich betreibbar, also machen wir die Hebammen weniger. In einer Zeit, wo die Geburten wieder steigen, sind wir nicht in der Lage, dort, wo das Leben beginnt, ordentlich als Staat unter die Arme zu greifen, sondern schauen zu, wie die Hebammenversorgung wegbricht und träumen statt dem von Bayern 2030, was alles sehr in Luft geschrieben ist, meine Damen und Herren. Das Thema des Hausärztesterbens interessiert scheinbar auch niemanden mehr außer die Freien Wähler. Wir fordern weiterhin Konzepte, die Ansiedlung von Hausärzten besser zu unterstützen, die Versorgungsbezirke anders zuzuschneiden, um die Fachärzte in die Fläche zu kriegen, die kleinen Krankenhäuser besser zu unterstützen. Hier ist ja ein Raubbau, sondersgleichen in den letzten Jahren betrieben worden bei der Finanzierung dieser Krankenhäuser. Und die Landkreise sind dann gezwungen, am Ende zu privatisieren oder zu schließen. Das sind alles Fehlentwicklungen, die ich aufzeige, wo wir im Kleinen die Dinge in Bayern regeln müssten, wo man sich in der großen Sonne glänzen lässt. Wir sind besser dran als das rot-grüne Feindesland irgendwo außerhalb der bayerischen Grenzen. Das ist uns zu wenig. Wir wollen hier konsequente Politik für die Heimat und sehen eben bei diesen Themen einem Größenwahn die Tür geöffnet, wo man das Ende nicht bedenkt. Und Herr Ministerpräsident, was mir völlig gefehlt hat, Sie haben es 2013 nicht angesprochen, da haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es noch nicht so heiß, wir haben es damals als einzige zum Thema gemacht, diese Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Es steht eine Debatte, es steht eine Abstimmung im Raum über eine grundsätzliche Neuorientierung des Zuschnitts der Wirtschaftsprinzipien, der Handelsbeziehungen und dergleichen mehr. Und Sie verlieren in einer mehr als einstündigen Rede nicht ein Wort über ein Freihandelsabkommen, wo vor wenigen Tagen über 20.000 Menschen in München dagegen protestiert haben. Sie denken das nicht zu Ende. Und ich bin überzeugt, Sie wissen im Detail nicht genauso wenig wie ich, wie sich das auswirken wird. Aber ich sage Ihnen, da sind so viele Fallstricke drin. Es gibt so viele Gutachten, die glaubwürdig bestätigen, dass dort ein Vorsorgeprinzip aus den Angeln gehoben werden wird. Und Sie nehmen das alles schulterzuckend hin, das wird schon gut gehen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben ja damals nicht mal das Thema Mindestlohnbürokratie zu Ende gedacht und haben es unterschrieben im Koalitionsvertrag. Und nachher hat die Wirtschaftsministerin Aigner gesagt, ja, das war so nicht geplant, da ist was anderes rausgekommen, als wir gemeint haben. Also nicht einmal das Thema Mindestlohnbürokratie hatten Sie am Schirm und jetzt glauben Sie, das Thema CETA und TTIP am Schirm zu haben. Ich sage Ihnen selbst, der beste Anwalt wird das nicht im Zielkorridor haben können, weil dort so viel Interpretationsraum ist, dass diese Freihandelsabkommen, so wie sie heute aufgesetzt sind, ein Risiko sind für die Demokratie, ein Risiko für den Verbraucherschutz, ein Risiko für den Mittelstand, weil der Meisterzwang hier zur Disposition steht. Ich sage Ihnen, mit dieser Politik gewinnen Sie nicht die Zukunft, sondern da gehen Sie ungedeckte Schecks ein, da unterschreiben Sie Dinge, die Sie oben und im Kleingedruckten gar nicht gelesen haben können. Ich sage Ihnen nochmal, konzentrieren Sie sich auf das, was Sie in Bayern machen können und machen Sie keinen solchen Größenwahn. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie im Bundesrat die Stimme Bayerns davon abhängig machen, wie die Bevölkerung hierzu steht, fragen Sie das Volk. Das war eine große Ankündigung von Ihnen in der Regierungserklärung 2013, die Koalition mit dem Bürger und das neue Instrument der Volksbefragung. Wo, wenn nicht hier, ist dieses Instrument richtig angelegt? Fragen Sie die Bürger, ob sie CETA wollen und heben Sie nur dann die Hand, wenn die Bürger das wollen, aber bitte nicht so. Und ich glaube, dass das
irgendwo den Kern dessen berührt, wo die Politik in den nächsten Jahren hin muss. Wir werden die Bürger immer noch mehr verlieren, wenn sie das Gefühl haben, nicht mitgenommen zu werden. Und wenn 20.000 Menschen in München am Odeonsplatz stehen und sagen, ich will das nicht, wenn es viele Umfragen dazu gibt, die sagen, ich will das nicht, dann müssen sie entweder versuchen, der Bevölkerung das gut zu erklären und dann aber das Votum des Volkes einzuholen und ihre Ankündigung zur dritten Startbahn, dort das Volk zu befragen. Bitte tun Sie es, Sie werden dasselbe Ergebnis wiederbekommen. Ihnen wird sogar recht sein, weil ich überzeugt bin, dass Sie im Herzen gegen diese Startbahn sind, dass die Fraktion Sie aber unter welchen Umständen auch immer genötigt hat, dafür sein zu müssen. Denn die heutige Erkenntnis, dass ab heute das Bedürfnis für die Startbahn plötzlich gegeben sei, hat mich schon sehr überrascht. Hoffentlich haben Sie vorher durchgelesen, was man Ihnen reingeschrieben hat, Herr Seehofer. Ich gehe schon davor aus. Meine Damen und Herren, wir müssen das, was in Bayern noch einigermaßen gut funktioniert, weiterhin hegen und pflegen wie unseren Augapfel. Das ist Landwirtschaft, das ist Mittelstand, das ist die Tourismusbranche, die wir gezielt weiterentwickeln müssen. Wir müssen neue Baustellen gezielt abarbeiten. Da haben wir das Problem des Wohnungsmangels, wo wir am Land die leerstehenden Wohnräume haben und in den Städten diese riesigen Defizite. Hier ist die letzten 12 Jahre von Ihnen nichts passiert, keine Wohnraumförderung. Man hat sogar die GBW-Wohnungen verhökert für einen Apfel und ein Ei und steht jetzt vor der Frage, wo kommt sozialer Wohnraum her? Wir haben damals schon davor gewarnt, das zu tun. Und heute sind Sie gezwungen, ja auf die grüne Wiese Schnellbaulösungen für Flüchtlinge hinzustellen, die vor Ort auch nur auf begrenzten Applaus stoßen, wenn es heißt, jetzt darf man plötzlich im Außenbereich bauen, früher durfte man nicht. Das sind alles Hauruck-Aktionen, die den Weitblick, die die Vorausschau deutlich vermissen lassen. Ich sage gar nicht, dass wir alles richtig machen und alles im Vorblick erkennen, aber wir dürfen uns zugute halten, dass wir als Freie Wähler auf all diese Entwicklungen schon vor ein paar Jahren hingewiesen haben, dass wir auch heute darauf hinweisen, dass die Startbahn ein Fehler ist, dass die Stromtrassen ein Fehler sind, dass wir die erneuerbaren Energien nach vorne bringen müssen, dass wir Mittelstand stützen und stärken müssen, dass wir bei der Bildungspolitik unten beginnend auch mal die Vision in den Raum stellen könnten, und das wäre nicht vergriffen, eine kostenfreie Kinderbetreuung in Bayern bis in ein paar Jahren aufs Gleis zu bringen. Das wäre eine Vision, die ich mir heute gewünscht hätte, und nicht ein zähneknirschendes Zugeben, dass das mit dem Gymnasium ja vielleicht der Vorgänger in den Sand gesetzt hat und jetzt irgendwo ausgebügelt werden muss. Also streben Sie im Ziele eines ja, besseren Familienförderns die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung an, dass das für die Eltern wirklich kostenfrei ist. Gehen Sie in die Grundschulen rein, dass wir hier kleinere Klassen kriegen. Ich höre das, ich sage nicht täglich, aber wöchentlich von der Praxis draußen, die Lehrerin mit 25 Grundschulkindern, die sagt, sie kriegt dann noch 2 Flüchtlingskinder mit rein, die kein Wort Deutsch sprechen und niemand zusätzlich als Personal. Meine Damen und Herren, das geht nicht in einer Zeit, wo wir tausende junge Lehrer in andere Bundesländer wegziehen lassen, dass wir die teuer ausbilden. Bei uns fehlt das Personal und am Ende macht man nur aus den Lehrern Zeit- und Leiharbeiter, wenn 10% der Lehrer nicht einmal fest beschäftigt sind und man nach den Ferien noch hofft, dass sie noch im Land sind. Meine Damen und Herren, das ist keine vorausschauende Politik, das ist eine Politik im Rückspiegel. Und man schaut, habe ich jemanden überfahren, weil es geschäbert hat, aber man schaut nicht voraus. Zum Thema Gymnasium nochmal unsere klare Forderung. Macht den Weg frei für diese Wahlfreiheit zum 9-jährigen Gymnasium und Sie werden sehen, es wird ein Erfolgsmodell. Haben Sie nicht Angst vor diesem Erfolg. Natürlich wollen Sie das Hurra im Wahljahr 2018 feiern und nicht heuer schon die Zügel locker lassen. 3-4 Jahre lang haben wir Sie mit diesem Thema bombardieren müssen, bis Sie hier umgedacht haben. Es wäre schön, wenn in Bayern gute Vorschläge der Opposition auch mal eher gehört würden als nach 3-4 Jahren, meine Damen und Herren. Und
wenn wir wissen, dass ein Großteil des bayerischen Wohlstands auch vom Export abhängt. Und wir wissen ja wohl, der Exporterfolg unserer Wirtschaft ist hier immer noch Motor unseres Wohlstands. Dann helfen Sie auch diesen Mittelständlern. Und da ist mir die vage Andeutung, ja, die Erbschaftssteuer wird ja irgendwo, meine Damen und Herren, das sorgt weiterhin für große Verunsicherung. Machen Sie den Weg frei, und das ist auch mein Appell an die SPD, diese Erbschaftssteuer ersatzlos zu streichen wegen dieser paar Milliarden Euro, um die es bundesweit geht, brauchen Sie nicht den mittelständischen Familienbetrieben den Steuerberater über Wochen und Monate ins Haus zu schicken. Lasst die Leute in Ruhe arbeiten. Ich war vor ein paar Tagen im Landkreis Roth in Mittelfranken bei einem SPD-Kreisrat, Herr Krebs, ein sehr innovativer Unternehmer mit 300 Mitarbeitern. Auch solche Leute denken darüber nach. Eine innovative Firma, die, will jetzt gar keine Zahlen nennen, sehr hohe Preise mittlerweile erzielen würde, wenn ein amerikanischer Investor das übernehmen würde. Solche Leute wollen ihr Lebenswerk nicht am Ende mit dem Staat teilen müssen, sonst sagt er heute schon mit Mitte 50, ich fahre öfter nach Mallorca und mache weniger Sitzungen intern. Geben Sie diesen Leuten die Freiheit, nach außen arbeiten zu können. Lassen Sie den Mittelstand in Ruhe arbeiten. Und ich sage Ihnen auch eins, geben Sie dieser Wirtschaft, geben Sie diesen Unternehmen auch die guten Leute an die Hand. Dann sind wir wieder beim 9-jährigen Gymnasium. Dann sind wir auch bei der Wiedereinführung des Diplom-Ingenieurs, auch eine Forderung der Freien Wähler. Was wir heute an wirtschaftlichem Wohlstand erarbeitet sehen, ist zu einem großen Teil auch ein Produkt der Ingenieure, der qualifizierten Schulabschlüsse. Mit ihren Bachelors wissen wir noch nicht, wo wir dorthin kommen. Nichts gegen diese Leute, die haben hier nicht die ordentliche Alternative. Wir rufen sie auf, führen sie dort, wo das Sinn macht und wo das gewünscht ist, genauso wie wir es G9 im Gymnasium einführen, auch den Diplomabschluss, den Diplom-Ingenieur im Studium wieder hin, meine Damen und Herren. Auch das ist ein Qualitätsbeitrag. Und somit glauben wir, dass wir als Freie Wähler sehr viele gute Ansätze und Anstöße für eine bessere bayerische Landespolitik geben können und weiterhin geben werden. Und wir werden immer wieder an Dinge erinnern, die irgendwo stecken geblieben sind. Stichwort Hochwasserschutz. Im Frühjahr diesen Jahres mit den neu gekauften Gummistiefeln vor Ort von allen versprochen, inklusive von mir, meine Damen und Herren, auch hier im Landtag angekündigt als neue große Säule den dezentralen Hochwasserschutz. Was ist daraus geworden? Bis heute nichts. Bis heute ist es Realität, dass die Kommunen die Hälfte der Investitionen selber tragen müssen für Rückhaltebecken. Bis heute ist es so, dass hier sehr teure Verfahren abzuwickeln sind. Und bis heute ist es so, dass viele Bürgermeister sagen, ja, ich würde ja was tun, aber unter diesen Rahmenbedingungen zu schlecht finanziert, zu viel Bürokratie, da fasse ich nichts an und hoffe, dass schon nichts passieren wird. Das ist zu wenig. Wir wollen keine Politik, das hofft man mal, dass schon nichts passieren wird, sondern wir wollen eine Politik, wo wir Erkenntnisse in Aktion umsetzen, wo wir auf die hören, die draußen tätig sind. Und wenn der Bürgermeister, ich kann Ihnen Namen aufzählen, sagt, ich würde ja was tun, wenn die Bedingungen besser wären, dann appelliere ich an Sie, machen Sie den Weg frei für mehr dezentralen kommunalen Hochwasserschutz. Und da ist wieder unser Gedanke, Heimat statt Größenwahn. Wir setzen auf diese dezentralen Konzepte mit den Bürgermeistern. Sie setzen in Bayern auf ein paar riesige Polder, wo am Ende ja die Menschen ja, übers Knie gebrochen werden, weil sie das vor Ort nicht wollen, weil die Bürgermeister, weil die Landkreise, weil die Grundbesitzer diesen Weg nicht mitgehen. Das mag an der einen oder anderen Stelle nötig und akzeptabel sein. Dort setzen Sie es bitte ordentlich durch. Aber gehen Sie auch diesen Weg der Dezentralität. Der fehlt mir an dieser Stelle ganz entschieden. Hochwasserschutz, ich will nicht, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres vor der nächsten Katastrophe stehen und hier nur ein bisschen was aus dem Fach Chinesisch auch für die Agrarpolitik. Es gibt heute so viele
Energiepflanzen, die erosionsmindernd sind. Ich nenne hier ein Wort: durchwachsene Silphis, eine super Biogas-Mais-Ersatzpflanze, die mehrjährig ist, die den Humus zurückhält, die die Hänge befestigt, die in der Biogasanlage bestens verarbeitet werden könnte. Machen Sie den Weg frei, dass solche Pflanzen für Screening akzeptiert sind. Das würde den Bürgermeistern draußen viel Sorgesfalten nehmen, weil dann eben erosionsgefährdete Hänge nicht mehr mit Mais bepflanzt und besät werden, sondern mit solchen Pflanzen. Das sind alles Dinge, kleine Vorschläge aus der Praxis, die natürlich in Ihrem großen Weltbild vielleicht nicht Platz haben und nicht Platz finden. Aber dafür gibt es die Freien Wähler, diese Dinge ins Gespräch zu bringen. Nochmal, in unserem Weltbild gibt es die Gemeinde noch, gibt es den Bauern noch, gibt es den Arzt noch, gibt es die Hebamme noch, gibt es den Mittelständler noch, gibt es den Apotheker noch, gibt es den Arbeiter noch, gibt es noch die alleinerziehende Mutter. All das hat in Ihrer Zukunftsvision Bayern nicht stattgefunden. Ich bitte Sie, sich das zu notieren, und ich habe ja immer die Hoffnung, dass Sie den einen oder anderen Punkt aufgreifen. Ich würde mir wünschen, Sie würden voll von uns abschreiben, würden das, was Sie für gut befinden, übernehmen. Und natürlich ist wieder eine gewisse Überheblichkeit zu hören, ja, von den Freien Wählern braucht man nichts abzuschreiben. Ich erinnere, Abschaffung der Studiengebühren, G9, ländlicher Raum, schnelles Internet. Das sind alles Dinge, die von uns gekommen sind, lange bevor Sie darüber nachgedacht haben. Und das, glaube ich, würde diesem Land gut tun, würde dieser Regierung gut tun, ein bisschen mehr freier Wähler zu sein und ein bisschen weniger größenwahnsinnig zu sein. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich, dass Bayern in den nächsten Jahren besser regiert wird als in der Vergangenheit. Soweit wir gehört werden, sind wir bereit, hier zu unseren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, dass dieses Haus insgesamt viele gute Ideen aus allen Richtungen zusammenführen muss. Die Herausforderungen, die vor uns stehen, sind nicht klein, sondern sind riesig groß. Es gilt, den Vertrauensverlust in die Politik aufzufangen. Es gilt, die Bürger zurückzuholen und nicht zu sagen, am Ende ist der Wähler schuld, wenn Dinge so ausgehen, wie man es nicht haben will. Bringen Sie die Bürger wieder an die Politik, machen Sie mehr Bürgerbeteiligung, hören Sie auf die Bürger, dann, glaube ich, ist die richtige Entscheidung für die Zukunft Bayerns getroffen. Mehr Heimat, weniger Größenwahn. Dankeschön.